Hab's gleich. Kennt eh jeder, oder? Noch 160 Mal ungefähr. In einer Viertelstunde bin ich dann durch. Ja, ist einfach ein sackschweres Stück, auch ein Vorspielstück für Profischlagzeuger. Ganz leise aus dem Nichts muss das beginnen. Ich habe es viel zu laut gespielt, zu schnell. Da darf nichts eiern und nichts wackeln. Immer derselbe Rhythmus, immer dieselbe Melodienfolge, immer und immer wieder. Kurz gesagt, stinklangweilig eigentlich. Und das Werk eines Verrückten, das hat zumindest eine Frau bei der Uraufführung geschrien. Und Ravel hat gesagt, die hat's kapiert. Dabei ist alles ganz verheißungsvoll losgegangen mit einer Erotik-Ikone der 1920er. Willkommen zu den Classic Shorts. Und das ist sie, Ida Rubinstein, quasi die erste Performance-Künstlerin, die es gegeben hat. Sie war intelligent, gebildet, selbstbewusst, emanzipiert, eine Ikone. Sie hat auffallende Mode getragen, hat Trends gesetzt. Sie war sowohl mit Frauen als auch mit Männern zusammen, auch wenn diese verheiratet waren, das hat sie überhaupt nicht gestört. Und sie hat einen neuen Tanzstil geprägt. Weg vom klassischen, traditionellen Ballett hin zu einem Stil, der als exotisch empfunden worden ist. Mit lasziven Verrenkungen, sehr sexy, auch mit viel Haut. Und das hat Skandale ausgelöst, aber auch für Begeisterung gesorgt. Und diese Ida Rubinstein, die wollte unbedingt ein Ballett von Maurice Ravel, und zwar auf einen spanischen Tanz. Und Ravel hatte auch schon gleich ein Stück parat. Ein Stück für Klavier von einem Kollegen, das er so ein bisschen umschreiben wollte für Orchester. Aber er bekam die Rechte nicht. Es war also quasi eine Art frühes Urheberrechtsproblem. Was für ein Glück für uns. Denn jetzt musste Ravel selber ran. Und er hat sich den Bolero ausgesucht, einen typischen spanischen Tanz im Dreivierteltakt. Und wie das beim spanischen Tanz so ist, wir kennen das zum Beispiel vom Flamenco, ganz besonders wichtig sind die Kastagnetten. Die geben den Rhythmus vor, den Puls, der den Tanz so richtig Energie gibt. Und das hat Ravel fasziniert. Und genauso hat ihn Zeit seines Lebens Spielzeug fasziniert. Am besten mechanisches, das hat ihm besonders gut gefallen. Da waren damals noch Uhrwerke drin. Einmal aufziehen und schon lief das Auto, die Eisenbahn oder was auch immer. Und diesen Vorgang spüren wir auch im Bolero. Den Kastagnetten-Part übernimmt die Snare Drum. Sie ist der Motor, das Uhrwerk, das die Musik am Leben hält. Herr Ravel, was ist Ihr berühmtestes Werk? Der Bolero vermutlich, nur leider enthält er keine Musik. Das hat er wirklich gesagt. Komisch, oder? Aber wie hat er das gemeint? Jetzt mal zur Übersicht. Das ist der Bolero von Ravel. Von Anfang bis Ende. Ein einziger langsam gespielter Satz. Es gibt immer dieselbe Rhythmusfigur, die sich ständig wiederholt. Ostinato nennt man das. Es ist alles in C-Dur bis einmal kurz am Ende. Zwei Melodien, die 16 Takte sind, in 18 verschiedenen Variationen miteinander kombiniert werden. Ansonsten immer die gleiche Harmonie, immer das gleiche Tempo. So gesehen ziemlich nüchtern, technokratisch, ja, langweilig. Aber Ravel schafft hier komplett neue Klangfarben, weil er auch Instrumente so miteinander kombiniert, dass sie klingen wie ein ganz neues Instrument. Zum Beispiel Querflöte und Trompete. Oder hier Celesta, Horn und Piccoloflöte. Wirklich ungewöhnliche Kombis, die ganz neue Klänge kreieren.
Außerdem steigert sich auch die Dynamik. Langsam, aber stetig wird alles immer lauter und lauter. Auch kommen mehr Instrumente dazu, von der einsamen Snare mit der Querflöte hin zu dem vollbesetzten riesigen Orchesterapparat. Dadurch, dass sich auch das Thema immer wieder wiederholt, entsteht eine irrsinnige Sogwirkung, die einen packt und nicht mehr loslässt. Irgendwann fangen dann die schweren Blechbläser an zu quäken. Es wird immer dramatischer und Maurice Ravel holt aus zum Rieseneffekt. Er setzt das ganze Orchester rauf um eine Terz nach E-Dur. Einfach um eine Terz nach oben und dann kehrt er wieder nach C-Dur zurück. Jetzt ist wirklich die Wildheit am absoluten Höhepunkt. Das Spielzeug ist heiß gelaufen, das Uhrwerk am Durchdrehen. Ida Rubinstein in der totalen Ekstase. Da bleibt Ravel nichts anderes mehr übrig, als die ganze Sache mit einem riesigen Knall in die Luft zu jagen. Natürlich hat das Ganze auch etwas Orgiastisches. Ein Akt, der sich aufbaut, immer weiter hochschaukelt und dann mit einer großen Explosion zum Ende kommt. Und dazu hat die Tanzperformance von Ida Rubinstein perfekt gepasst. Die hat das gewohnt sexy und erotisch gemacht, umringt von 20 Männern. Also eigentlich ein Erfolgsgarant, oder? Sex sells. In diesem Fall aber nicht. Als Ballett konnte sich der Bolero nicht durchsetzen. Aber als Konzertstück und wie? Besonders Dirigentinnen und Dirigenten lieben normalerweise den Bolero, weil hier können sie wirklich zeigen, was sie drauf haben. Schaffen sie es, die Spannung über das ganze Stück aufrechtzuerhalten? Das Orchester darf auf keinen Fall zu früh zu laut sein, aber es darf auch nicht zu lang dauern, bis wirklich Fahrt aufkommt. Die Instrumente müssen perfekt ausbalanciert sein und das Tempo muss stimmen. Und das war von Anfang an ein Knackpunkt. Hier gab es mal einen legendären Streit. Arturo Toscanini, zu seiner Zeit der wahrscheinlich meistgefeierte Dirigent der Welt, hat den Bolero in den USA schnell sehr beliebt gemacht. Als ihn Ravel einmal gehört hat, ist er ausgeflippt. Dieses Schwein, viel zu schnell, das ist eine Unverschämtheit, unverzeihlich. Und Toscanini hat zurückgebrüllt, sie haben überhaupt keine Ahnung von ihrer Musik, nur in diesem Tempo kommt sie beim Publikum an. Und auch heute ist es so, es gibt Dirigentinnen und Dirigenten, die brauchen 13 Minuten, andere brauchen 18. In jedem Fall gehört der Bolero zu den beliebtesten Werken der klassischen Musik. Er ist Kult und hat nachfolgende Generationen maßgeblich beeinflusst. Die Filmmusik genauso wie die Pop- und Rockmusik, Benny Goodman zum Beispiel genauso wie Deep Purple und in gewisser Weise sogar auch die elektronische Musik. Und das alles nur wegen dieses einen kleinen langweiligen Trommelthemas.